Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, Pizza kennt jeder. Salami, Pizza, Schinken, Pizza, was weiß ich, was es alles für Pizzen gibt. Wir machen natürlich wieder eine besondere Art der Pizzen. Und zwar ist das eine Schweinefilet-Pizza. Mit was wir die belegt haben, zeigt euch der Marco. Ich sag nur, viel Spaß. Ja, seid gespannt. Der eine oder andere wird es vielleicht aus dem Netz kennen, aber wir wollen es einfach auch mal nach unserem Geschmack machen. Viel Spaß beim Zuschauen. Für unsere Schweinefilet-Low-Carb Pizza brauchen wir einiges an Zutaten. Die genauen Mengenangaben findet ihr natürlich bei unserem Rezept. Ich rassel das alles hier runter. Wir haben hier ein Schweinefilet, das haben wir schon von Fett und Sehnen befreit. Des Weiteren haben wir rotes Pesto, Mozzarella, Tomaten, Basilikum, Chorizo dünn geschnitten, etwas Delikatess-Hinterschinken. Würzen werden wir das Ganze mit dem Vegetable und eines der letzten Biere, auch noch für den Griller gerettet, ein schönes Altenburg Sommerhell. So, ja, während die Kamera aus war, wieder mal voller Aufregung vergessen, den Startknopf zu drücken, habe ich das Schweinefilet aufgeschnitten, aufgefächert und etwas geklopft. Wenn hier Löcher entstehen sollten, wie es bei mir der Fall ist, das tut dem Ganzen keinen Abbruch, auf keinen Fall, aber schön dünn ist es geklopft. Und jetzt werden wir das von beiden Seiten würzen mit unserem Vegetable. Und hier gebe ich nochmal als Tipp immer gerne mit. Erstens natürlich das richtige Gewürz zu nehmen. Natürlich seid ihr da auch frei in eurer Entscheidung. Und etwas andrücken und lasst das ruhig mal 3, 4 bis 5 Minuten liegen. Denn diese Salze, was sich im Gewürz befindet, zieht die Feuchtigkeit aus dem Fleisch, verbindet sich ordentlich mit dem Gewürz und da dringt das besser ein. Und nach 5 Minuten dann rumdrehen und die andere Seite würzen. So, kleiner kurzer Zwischenstand. Das Fleisch ist gewürzt. Wundert euch nicht, warum das so klein ist. Es ist in der Hälfte zusammengeklappt. Die anderen Zutaten für einen ganz normalen Pizzabelag einfach klein geschnitten, Mozzarella in Scheiben, den Basilikum mal kurz durchgehackt. Die Wurstscheiben waren ja schon geschnitten und die kleinen Tomaten noch. Und hier haben wir unsere Pizzasoße. In dem Fall wäre das unser Pesto Rot. Dann geht es jetzt ab an den Grill. Zubereiten werden wir das Ganze heute auf unserem Gasgrill. Das ist der vierflammige Gasgrill und davon haben wir jetzt die zwei mittleren Brenner auf halbe Kraft und die äußeren haben wir aus, die benötigen wir später und haben hier eine direkte Zone eingerichtet, worauf wir jetzt unseren Pizzaboden erst einmal von der Unterseite schön angrillen und ich denke mal so maximal 3-4 Minuten. Dann drehen wir das kurz rum, machen schon den Belag. Ach, was rede ich? Das machen wir dann einfach zusammen. Jetzt erstmal die Seite 3-4 Minuten angrillen. Es ist an der Zeit, die 4 Minuten sind um. Das ist ja auch immer noch ein Schweinefilet und das soll ja auch nicht zu trocken werden. Das zieht er dann noch nach. Das drehen wir jetzt erst einmal rum, nutzen die Restwärme, machen in der Zwischenzeit die äußeren Brenner an und die mittleren aber aus. Dass wir jetzt nur noch eine indirekte Zone quasi haben. Jetzt kommen wir zu unserem. Seht ihr das überhaupt? Seid ihr nah genug dran? Ich hol euch mal noch ein Stück ran. So, genau. Jetzt kommt unser rotes Pesto zum Einsatz. Das streichen wir hier quasi drauf als Pizzasoße. Das bringt auch noch mal richtig schön Geschmack mit dran. Das ist jetzt übrigens gekauftes Pesto. Das kann man natürlich auch fix selber machen. Aber es geht auch mal so. Und hier habt ihr vorhin schon gesehen unseren Zutatenteller. Und jetzt könnt ihr natürlich das belegen, wie ihr möchtet, wie es euch schmeckt nach eurem Geschmack. Man kann sie auch versuchen vegetarisch zu belegen, aber ich denke mal, das würde das Grillrost nicht mitmachen. So, nach der Wurst kommt die Tomate, natürlich auch völlig frei wählbar der Ort und der Platz der Tomate.
Dann der Mozzarella. Moment, der Mozzarella noch nicht. Wir haben hier noch das gehäckselte Basilikum. Sie ist gehäckselt, ich habe bloß mal kurz klein geschnitten. Das völlig wahllose drüber. Und zum Schluss kommt dann der Mozzarella mit hier drauf. So sieht die ganze Geschichte jetzt aus. Das Ganze lassen wir jetzt bei indirekter Hitze, aber nicht zu hoch. Ich würde sagen, so 150 Grad lassen wir das etwas überbacken und dann kommt es schon wieder runter. Anschnitt, verkosten, glücklich sein. Ich habe mir überlegt, hier ist natürlich schon genug Geschmack dran, aber ein was fehlt. Einmal für die Feuchtigkeit und einmal natürlich für das Herz, für das Auge und für den Geschmack. Und zwar Hashtag gute Butter. Da werden wir hier mal noch überall ein kleines Flöckchen mit drauf verteilen. Die schmilzt dann so richtig schön langsam mit hier zwischen den Käsescheiben durch und verteilt sich. Deswegen bloß mittig etwas drauflegen, Golgo mittig bleiben. Und das läuft dann schön unter den ganzen Belag über das Fleisch, dass das zum Schluss nochmal einen richtig schönen geschmacklichen Kick gibt. Indirekte Hitze, 150 Grad, 10 Minuten länger war es nicht. Wir schauen mal nach. Der Käse ist schön geschmolzen. Er muss an dieser Stelle nicht braun sein, der Käse. Das reicht uns so zu, weil da ist noch schön Geschmack mit drin. Und wir befreien das jetzt vom Rost. Anschneiden, verkosten. Ja, falsche T-Shirt heute an. Ratzi-fatzi ging das eigentlich. Ja. Deswegen gleich mal verkosten. Also saftig ohne Ende auf jeden Fall. Hier ein riesengroßer Unterschied zu wie manchmal diesen trockenen Teig und so weiter. Absolut geil. Absolut geil. Ja, ich habe am Anfang auch gedacht, dass wenn wir das mit dem Schweinefilet machen, dass das Filet austrocknet, aber absolut gar nicht. Und was wirklich richtig schön durchkommt, sind wirklich diese Flöckchen Butter, die machen das alles nochmal richtig schön lecker, verteilen sich nochmal unter dem Belag. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich. Ein Träumchen. Ja. Kann man nur sagen, ein Träumchen. Auf jeden Fall zum Nachmachen empfohlen. Ja. Ja, was gibt es noch weiter zu sagen? Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben, schließt ein Abo ab, so verpasst ihr überhaupt nichts mehr von die Sachsengrille. Und beim nächsten Video seht ihr uns natürlich wieder. Und zwar den Marco und den André. André, jetzt habe ich fast meinen Namen falsch gesagt. Aber wir sagen jetzt mal lieber schnell ciao, ciao. Ciao.